Ich bin Gottfried Fuchs, Vorsitzender vom Verein Historische Skitruhe Schönheide. Ja, wir haben uns zusammengesetzt und haben halt erarbeitet, was könnte in Schönheide für den Tourismus irgendwo bewerkstelligt werden. Mein Name ist Klaus Neschwitz, gehöre auch zur Skitruhe. Und der Grundgedanke dieser ganzen Geschichte, die wir jetzt hier gerade uns unterhalten, ist der, dass wir einen Rundweg auf dem Knock als Vorschlag vorgebracht haben und erarbeitet haben und dann auch entsprechend eingereicht haben bei den Gemeinderäten. Wir haben also vorherrschendes Denkmal, wo man einen herrlichen Blick auf den Ort hat. Und dieses Denkmal sollte auch wieder so hergerichtet werden, dass man davon ausgehen könnte, es ist wieder ansehenswert. Wir hatten früher mal diese großen Opferschalen links und rechts, die fehlen. Vorstellbar wäre natürlich auch, dass man obendrauf einen Bürstenmann aus irgendwie Kunstguss anbringt, wo schon die Bürstenregion von beiden zu sehen wäre. Und ja, man sollte halt wieder versuchen, dass dies mit einem schönen Rundweg verbunden wird. Dann hätten wir über den Knopf selbst wunderbare Ausblicke. Einmal ins Tal der Zwickauer Mulde, einmal in Richtung Eibenstock Talsperre und einmal, wo wir sehen könnten, den Dorfbach hoch zu, den gesamten ausgestreckten Ort. Und dann könnte man natürlich auch in Richtung Neulehen, Vilsbach in Richtung Neuheide blicken. Wir haben uns vorgestellt, wir würden so eine Art Demenwanderweg gestalten, wo man Bänke mit irgendwelchen Themen besticken. Also sagen wir, verzieren die mit Skiern und sagen, das ist der Gerd-Dietmar-Klause-Bank. Das bedeutet, dass man bei dieser Bank besonders Langlaufski und auch eine Hinweistafel auf Gerd-Dietmar Klause mit seinen Erfolgen darstellen. Dann gehen wir halt weiter zum nächsten Aussichtspunkt. Dort ist Jens Weißflugbank, wo wir als den Sprungski dort darstellen. Dann würde das passieren, dass wir hinter der Bank ein paar Schneeschuhe über Kreuz meinetwegen als Beispiel an der Seite an der Bank. Als Armlehne kann man sogar auch ein paar Läufer machen. Von den Bänken hätten wir uns gedacht, dass ca. 5 Stück eine gute Zahl wären. Die Gestaltung wird man komplett selber übernehmen. Und wir hoffen, dass man auch über Liederförderung womöglich für die Wege eine gewisse Unterstützung mitbekommen könnten. Das Wichtigste ist immer wieder die Einstellung der Gemeinde zu dem, was dann der Verein, die das unterhalten, wie stellt sich denn die Gemeinde dazu? Der Gedankengang, wie wir das gestalten wollen oder wie wir es machen wollen, ist ja da schon mal von uns aus versucht worden, indem wir hinter dem Friedhof eine Bank gestaltet haben. Es wird von der Bevölkerung akzeptiert. Genau. Und das ist eigentlich der Grund, warum wir eben auch auf dem Knopf das probieren würden.